Herzlich willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für deine körperliche, aber auch mentale Fitness. Mein Name ist Beatrice Drach, ich bin deine Gastgeberin. Ich bin Autorin, Motivatorin und deine ganz persönliche Schweinehund-Tondöse. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Ja, was haben denn Kräuter mit Bewegung zu tun? Den Zusammenhang mit Kräutern und Gesundheit, den kennen wir schon. Aber heute geht's auch ein bisschen darum, wie kann ich denn Kräuter auch nutzen, wenn ich mir nach einer Bewegungseinheit etwas Gutes tun möchte, zum Beispiel meine Füße verwöhnen will. Ich habe mir heute die Kräuterfee Anja von Gänseblümchen Sonnenschein hier in mein Interview eingeladen. Und wir plaudern über das Räuchern, über das Sammeln von Kräutern und sie gibt ganz großartige Tipps, wie du eben zum Beispiel ein Fußpeeling selbst herstellen kannst. Freu dich drauf und vielleicht schon eine ganz kleine Vorankündigung. Ich bring im Herbst mein neues Buch heraus, die kleine Fußschule. Und Anja ist so lieb und hat mir hier auch ein paar ganz tolle Rezepte für die Fußpflege beigesteuert. Du kannst das Buch schon gerne vorbestellen, wenn du möchtest. Alle Infos findest du auf meiner Seite. Und jetzt hör rein in das großartige Interview mit der Anja von Gänseblümchen Sonnenschein. Liebe Anja, ich freue mich, dass du heute hier bei mir zu Gast bist. Und wir haben uns kennengelernt über deinen Räucherworkshop. Genau, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Schön, dass es endlich geklappt hat. Ja, beim Räucherworkshop bei den Rauhnächten, bei dem Rauhnächte-Online-Kurs mit der Karin gemeinsam, da warst du ja mit dabei. Es war sehr intensiv. Sehr, sehr schön. Und ja, ich bin, ich sage immer, diplomierte und digitale Kräuterfee. Räuchern gehört zu meinen Lieblingskräuteranwendungen, sagen wir mal so. Ich bin eigentlich durch den Kurs, ich habe mich so spontan angemeldet und habe mir gedacht, ich habe immer schon so viel über das Räuchern gehört, ja, also so viele Mythen, was man sich alles herräuchert und wie magisch Räuchern ist. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen Hokuspokus. Ich weiß nicht so genau. Ich bin in meinem ersten Moment ein bisschen vorsichtig, ja. Und habe mich da voll drauf eingelassen. Und ich muss sagen, es war einfach eine großartige Erfahrung. Und ich habe da so irgendwie meine innere Liebe zu Kräutern wieder gefunden. Und wollte dich ein bisschen fragen, was kann ich räuchern? Und warum kann ich das ganze Jahr über räuchern? Genau, das ist ein super Stichwort, weil viele glauben ja, dass das Räuchern so eine Weihnachtsgeschichte ist. Viele verbinden mit Räuchern Weihrauch, Kirche und das ist es ja gar nicht. Das ist ja einfach viel, viel mehr. Was kann ich räuchern? Grundsätzlich kannst du alles räuchern, was du draußen findest, solange es halt nicht giftig ist. Du kannst Kräuter, ja, Fliegenpilze könntest du auch verräuchern, aber es wäre jetzt keine so gute Idee. Das heißt, wenn die Dämpfe von giftigen Pflanzen aufsteigen, dann hat das für uns tatsächlich eine gefährliche Wirkung. Ja, ganz genau. Also es ist wirklich wichtig bei Kräutern generell, dass man nur Dinge sammelt, die man hundertprozentig bestimmen kann, die man kennt und wo man weiß, dass sie ungefährlich sind. Es gibt ja auch Kräuter, die verräuchert werden, um Halluzinogene auszulösen oder die dich dann einfach in einen Trance-Zustand oder in eine ganz andere Welt beamen und das sollte man natürlich nicht machen. Aber zurück zu Dingen, die man räuchern kann. Du kannst grundsätzlich alles in deinem Küchenkastel verräuchern. Vom Lorbeerblatt, nachdem du bei meinem Kurs warst, weißt du das, gibt es da ganz viel Thymian, Pfefferminze, verschiedene Harze, Beeren, Rinden, Tannennadeln. Also man kann so ziemlich alles verräuchern. Man kann auch Salz räuchern, das neutralisiert. Man muss dazu sagen, nicht alles, was man verräuchert, riecht gut. Also du räuchern bedeutet auch, sich zu erinnern. Das heißt, es ist sehr subjektiv. Das heißt, du verbindest vielleicht mit dem Geruch von Lavendel was ganz was anderes als ich. Oder die Rose ist ein gutes Beispiel. Das heißt, man muss da so ein bisschen seinen Weg finden. Es gibt für jeden so die richtige Mixtur. Weil nicht jeder den gleichen Geruch mag, ne? Weil es wie beim Parfüm ist, du hast kein einheitliches Geruchsempfinden. Na genau. Und vor allem, weil es dich halt auch oft erinnert. Sagen wir mal, Lavendel ist für mich ein ganz
ganz ein beruhigender, entspannender Duft. Ich liebe Lavendel, aber ich kenne ganz viele, die kriegen davon Kopfschmerzen. Ganz viele erinnert das an die Mottenkugeln von der Oma. Also es sind so die Erinnerungen, auch beim Weihrauch. Viele finden Weihrauch ganz toll. Andere wiederum sagen, na, da habe ich meiner Mama immer in die Kirche gehen müssen und ich kann das nicht mehr riechen. Ich meine, den Spruch kennt man ja. Das heißt, man muss sich da schon finden in der Räucherwelt. Das heißt, sich persönlich und dann natürlich hat es immer ein bisschen was damit zu tun, warum räuche ich heute? Möchte ich reinigen? Möchte ich mich beruhigen? Möchte ich den Neubeginn starten? Und das ist nämlich, weil du gesagt hast, ja, man kann das ganze Jahr räuchern. Zum Beispiel jetzt im Frühling räuchere ich auch sehr gerne so frühlingshafte Geschichten, also so den Neubeginn, die Aussaat, das neue Leben, so für das, was der Frühling halt steht. Und dann verwende ich gern Kräuter, die dazu passen, wie zum Beispiel Birke. Das ist ein Frühlingsbaum, der steht für Flexibilität, für dieses Ganze, diese Bewegung, für die Frische, für den Neubeginn, ja, und auch noch reinigend, entschlackend. Vielleicht kennen das einige vom Birkentee, den man trinkt um diese Jahreszeit aus den ganz jungen Birkenblättern. Dann Haselnusskätzchen zum Beispiel oder Balmkatzeln sind auch sehr gut zum Verräuchern im Frühling. Die haben so was Kuscheliges. Also jetzt nicht nur so, im Winter kuschel mich aufs Sofa, sondern wirklich dieses, die Blumen gehen auf, ich fühle mich so umarmt von der Natur und von der Sonne. Morgen und ja. Genau. Und da gibt's halt, Lavendel würde da jetzt auch noch sehr gut dazu passen. Wir sagen jetzt zum Beispiel so Frühlingsräuchereien. Dann gibt's zum Beispiel sogenannte Sonnenkräuter, so wie Johanniskraut, die Ringelblume, alles, was so gelb blüht und ein bisschen auch an die Sonne erinnert, bringt uns die Sonnenenergie. Das heißt, die sind natürlich ideal im Winter zum Räuchern, wenn es ein bisschen trüb wird und dunkel, wenn ihr ein bisschen... Also ich meine einfach ein bisschen mehr Sonnen... Positivity, genau. Sonnenzeit für mein Zimmer quasi. Das geht immer, aber das kannst du jetzt auch im Sommer oder im Frühling genauso, wenn du einfach einen schlechten Tag hast. Also man kann einfach bei jedem Empfinden räuchern und in Wahrheit, du sagst, es klingt so ein bisschen nach Hokuspokus, aber in Wahrheit ist es das Bodenständigste überhaupt, weil wir bedienen uns an der Natur vor unserer Haustüre und über unsere Sinne nehmen wir die wahr und nehmen wir die auf. Also auch wirkstofflich und feinstofflich. So wie zum Beispiel bei mir hinten ist gerade ein Wacholder verräuchert. Ich liebe Wacholder. Wacholder ist sehr desinfizierend, hat man früher die Krankenhäuser damit ausgeräuchert. Auch wir haben jetzt in der Corona-Zeit immer wieder durchgeräuchert mit Wacholder, auch wenn meine Kinder Grippe haben oder Bauch, so diese Bauchgeschichten, Bauch-Darm-Geschichten, räuchern wir mit dem durch. Aber ich mag immer ein bisschen Wacholder, weil das ist ein Mutmacher. Das bringt Mut und macht, ja, und hilft daran zu glauben, dass alles wieder gut wird. Und es ist wirklich so, man riecht es, wenn jemand nach Hause kommt und die riechen das und jeder weiß, ich bin zu Hause. Und da bin ich sicher und da ist fein. Ich finde es auch ganz schön. Ich habe so eine Räuchermischung, die ich mir reingebe, wenn ich mich konzentriere. Ja? Also wenn ich Blogartikel schreibe oder wenn ich einfach an irgendeinem neuen Projekt arbeite. Und dann merke ich einfach, dass das meine Sinne irgendwie aufmacht. Ja? Also so, als würden die ganzen Sensoren aufgehen und ich einfach viel mehr Kreativität einströmen lassen kann. Ja. Und wie gesagt, es ist ja eigentlich eine uralte Tradition. Also man kennt das ja auch ganz viel von den Bauernhöfen oder wo ausgeräuchert. Also meine Mama hat mir immer erzählt, dass meine Uroma das im Stall gemacht hat und gerade zu den Rauhnächten hat hier viel geräuchert. Genau. Aber wenn du sagst, sind die Pflanzen und Kräuter, die sammelst du ja selber und trocknest sie dann, oder? Ja. Wie lange würde das jetzt brauchen, wenn ich Wacholderbeeren sammle? Ab wann? Also wie trocken müssen die sein, dass ich die verräuchern kann? Ja, also beim Wacholder verräuchere ich zum Beispiel vor allem die Nadeln. Bei Beeren sind sehr selten. Und dass du welche findest, der Wacholderbusch, der tragt ja immer verschiedene Stadien von Beeren, weil die, keine Ahnung, glaube ich, 3 Jahre brauchen, bis die reif werden. Und dann brauchst du natürlich immer den richtigen Platz, wo du das findest. Das ist auch ganz wichtig, weil das reden wir vielleicht dann noch kurz. Aber ja, ich tue halt den Wacholder, die Zweigeln, die zwicke ich immer ab von meinem Wacholder des Vertrauens. Und genau, ganz wichtig. Und ja, das ist, ja, ich würde sagen, ein paar Tage. Ein Wacholder oder Tanne und Fichte. Beim Wacholder ist es ein bisschen schwierig, weil ich sage, bei Fichte und Tanne, da fallen die Nadeln dann ab und dann weißt du, sie sind trocken. Dein Wacholder verliert eigentlich keine Nadeln. Aber der hat jetzt auch nicht so viel Feuchtigkeit, dass der unbedingt schlecht wird. Das heißt, du könntest auch ein frisches Wacholder-Zweigerl vertrocknen.
Das ist ein bisschen nach Gefühl. Also ich trockne generell auch so, ich habe mir so Trockenrahmen selbst gebaut, also so Holzrahmen, und dann habe ich so alte Storvorhänge hinaufgetackert. So hast du die Luftzirkulation, die kann man gut stapeln, und da trockne ich das. Blüten gehen ganz schnell, also so ein Gänseblümchen dauert maximal 2 Tage, Veilchen und so. Und Blätter, je nachdem, 3-4 Tage, und Nadeln ein bisschen länger. Harz braucht sehr lange zum Trocknen, bis zu 5 Jahre. Und beim Harz muss man beim Verräuchern auch ein bisschen aufpassen, weil es stark tropft, ne? Ja, deswegen, da brauchst du wirklich trockenes Harz. Und wenn du, und Harz, Harzfalt. Also ich habe für meine ganzen Harzräucherungen ein eigenes Stöfchen, damit sie das nicht so vermischt. Und du kannst Sand unterlegen zum Beispiel, aber ich mag es gern pur, und ich tue gern Harz auf Kohle verräuchern. Das macht einfach, da ist die Gefahr, dass du da was verklebst, nicht so tragisch, aber ich habe ein eigenes Harzstöfchen. Magst du vielleicht noch ein bisschen etwas darüber erzählen, wo man räuchert, weil wir gerade sprechen über Stöfchen und über die Kohle. Weil da bin ich auch mit deinem Kurs, der mit das erste Mal beschäftigt, ja, dass ich jetzt Stöfchen hier habe. Ja, super. Nein, du kannst verschiedene, es gibt verschiedene Arten zu räuchern. Also ich würde mal sagen, die klassischste Variante ist auf Glut oder auf Kohle. Da hat man halt früher vom Bauernhof einfach wirklich seine Glut aus dem Ofen genommen oder aus dem Feuer, hat es in eine Riesenpfanne geschmissen, und da hat man einfach sein Räucherwerk draufgegeben. Das räuchert halt richtig. Also viele denken ja bei Räuchern immer an sehr viel Rauchentwicklung. Das muss ja nicht sein, weil Räuchern heißt ja nicht nur, ich habe einen Nebel über mir, sondern es geht ja mehr um die Duftkomposition, die über meine Sinne in mir aufgenommen werden. Also jetzt haben wir die Kohle. Also Kohle nehme ich wirklich nur für so große Rituale und vor allem, wenn wir draußen räuchern, für so Jahreskreisfeste, wie jetzt Frühlingsanfang, jetzt haben wir dann bald Walpurgisnacht, oder auch für die Rauhnächte, für die großen Reinigungen nehme ich gerne eine große Pfanne mit viel Salbei und viel Wacholder und Thymian zum Beispiel und Harze, und das raucht halt extrem. Aber so für zu Hause habe ich einfach ein Stöfchen. Das heißt, ich mache ja die selber, ich produziere ja so Stöfchen. Das sind so Tonschalen. Da kannst du eben entweder auch eine Kohle hineinlegen oder eben ein Teelichterl. Und drüber ist so eine Tonschleife in meinem Fall. Ich habe früher ganz normal mit Edelstahl-Sieben geräuchert. Das ist der Klassiker. Da ist auch nichts dagegen einzuwenden. Aber je mehr man sich mit dem beschäftigt, je mehr man da so hineinkippt und je mehr man das lebt, dann denkt man sich immer, man möchte es einfach so natürlich wie möglich. Und jetzt habe ich halt einfach, außer mein Teelicht, was natürlich jetzt das Einzige ist, was nicht ganz natürlich ist, habe ich zumindest da, wo die Kräuter drauf liegen, nur Ton und bin total in der Natur verbunden. Ja, das Stöfchen ist wirklich einfach, kann ich sagen. Also kann man überall hinstellen. Mit dem Teelicht muss man auch keine Angst haben, dass irgendwas passiert. Also da, ja. Ja, und es ist ein ganz feiner Duft, ein feines Räuchern. Also es ist so wirklich, wenn ich jetzt auch so stehe, ich habe immer bei mir am Schreibtisch auch was stehen, was ich brauche. Es ist bei mir ein Ritual in der Früh. Als erstes mache ich irgendeine gute Räuchermischung an, eine gute Musik, und dann bin ich total, total gut in the mood. Ja, dann gehst du halt einfach schon mit ganz offenen Sinnen in den neuen Tag hinein. Ja. Also wirklich keine große Hexerei. Ich habe auch zuerst gedacht, also ich habe auch eine, also mit Kohle, aber das ist in einer Stadtwohnung, muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass das irgendwie nicht zu sehr zu sehr Rauchschwaden entwickelt. Du musst da echt immer gut lüften. Also richtig räuchern ist ja, wenn du jetzt ein Haus oder eine Wohnung von Energien oder Störungen oder Krankheiten frei räuchern willst, dann machst du wirklich so, du lüftest mal kurz, dann gehst du durch alle Räume in alle Ecken mit deiner Pfanne, und super wäre, wenn du da Fächer oder Feder hast, dass du das schön verteilst. Wenn du fertig bist, gehst du quasi nochmal durchs Haus und machst überall alles auf. Und da kann es echt passieren, gerade auf der Kohle, dass das zu lang drauf bleibt. Deswegen ist mein Tipp auch immer ein Stäbchen oder irgendwas mit haben, dass man immer das Verkohlte gleich abrollt von der Kohle. Ja, dann ist es dann, es ist natürlich stinkt, wenn du was verbrennst und wenn du nicht aufpasst. Und dann lüftest, und dann kann halt schon sein, dass ein bisschen Rauch hängen bleibt. Und deswegen muss man da wirklich gut aufpassen mit der Kohle. Also wir räuchern drinnen wirklich nur bei Reinigungsräucherungen mit der Kohle, und sonst machen wir alles am Stöfchen. Und was auch sehr nett ist, sind so gebundene Räucherbündel. Die mache ich auch immer im Herbst zu verschiedensten Themen. Die schauen vor allem auch sehr hübsch aus. Ja, eben. Das kann man ja auch gleich dekorativ verwenden. Du hast gesprochen vom Busch deines Vertrauens, genau. Und wenn ich jetzt hier so bei mir, also ich wohne ja in Wien in der Stadt. Natürlich habe ich ja Parkanlagen und die Hauptallee und gehe auch am Wochenende natürlich viel in die Natur. Aber wo finde ich die Plätze des Vertrauens?
Ja, also ich finde der Platz des Vertrauens, das sind immer mehrere Komponenten. Also bei mir ist ganz einfach, ich habe ja einen Garten und ich sammle tatsächlich, ich glaube, fast alles in meiner eigenen Wiese und in meinem eigenen angelegten Kräutergarten. Aber auch bei Spaziergängen zum Beispiel. Also ich würde sagen, wichtig ist halt, dass man einen Platz findet, der unbehandelt ist. Das heißt, okay, bei euch wird einmal nicht gedüngt in der Stadt. Das ist schon mal ein Vorteil, das kann euch schon mal nicht passieren. Aber halt natürlich nicht an Straßenrändern und Wegrändern, wo Autoverschmutzungen vorkommen, Umweltverschmutzung. Und das Problem in der Stadt ist noch die Tiere. Also gerade so Hundewege sollte man meiden. Also man braucht halt schon eine Blumenwiese, wo man sagt, ja, da passiert nicht viel. Und das gibt's meines Wissens auch. Da hat kein Hund vorher Lulu drauf gemacht, oder? Ja, ich meine, du bist ja in der Natur auch nicht geweiht. Ich weiß ja jetzt auch nicht, ob ein Reh auf meinen Huflatt aufgemacht hat oder nicht. Aber grundsätzlich, aber ein bisschen ein Hausverstand und ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Einfach wieder Vertrauen. Also ich habe auch schon oft bei meinen Kräuterkursen, die ja bei mir hier vor Ort gibt, nicht nur online, Leute, die sagen, was, und das kann ich jetzt essen? Das Gänseblümchen da aus der Wiese? Aber was ist, wenn? Sag ich ja, aber wenn sich jemand im Supermarkt eine, weiß ich nicht, Birne kauft aus Chile, machen sie die gar keine Gedanken drüber. Wie oft wird einmal kurz drüber gewischt und man isst die. Und ich kann euch versprechen, die ist wahrscheinlich bedenklicher für unsere Gesundheit als ein Gänseblümchen aus unserer Wiese. Und einfach wieder ein bisschen mehr Vertrauen entwickeln. Genau. Ja. Und die Pflanzen können einem das sehr gut helfen. Also das Vertrauen wieder in diese Intuition zu kommen und das zu finden. Und man findet dann immer mehr. Und ich denke mal, man muss nicht gleich kompliziert mit Wildkräutern anfangen, wenn man da überhaupt keinen Zugang hat. Es gibt ganz viele Wiesenkräuter, die einfach sehr viel für uns bringen und die man auch in der Stadt findet. Sei es jetzt eben das Gänseblümchen. Ich meine, Gänseblümchen ist meine Lieblingsblume, wie man vielleicht auch an meinem Blognamen erkennen könnte. Die hat es zum Beispiel einfach wirklich drauf, ob als Hustentee oder beim Frühlingskur-Essig als Genusspflanze im Salat. Überhaupt ist schön, dass man einfach diese ganzen Wild- und Wiesenkräuter, also jetzt nicht die ganz wilden, einfach die ganz gewöhnlichen, wieder ein bisschen integriert in den Alltag. Weißt du, man muss jetzt nicht gleich sagen, okay, ich nehme jetzt 3 Wochen nur das und das und ich mache jetzt eine Brennnesselkur. Schön ist einfach, wenn man die Dinge wieder integriert. Einfach und in den Salat drauf gibt. Genau. Oder halt ein Smoothie. Ja. Oder ein Öl ansetzen, ein Essig oder ein Oxymel und damit seine Sachen mariniert oder auch trinkt. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, also wenn es jetzt bei mir jetzt nicht gerade 10 cm Schnee hat im Garten, dann gehe ich halt raus und hole mir wirklich so 5, 6 Frühlingskräuter oder Sommerkräuter, je nachdem, wo wir gerade sind, und mach mal einen frischen Tee. Das ist sowas Feines. Und da kriegst du echt in jeder Blumenwiese, also Löwenzahn zum Beispiel oder Gänseblümchen. Giersch wird es bei euch auch geben. Dann Gundelrebe. Also es gibt ja Brennnesseln, super. Brennnesseln sind großartig das ganze Jahr über von den zarten Frühlingsblättern. Also wirklich kannst du einen Spinatersatz nehmen oder eben auch für Smoothies oder als Tee. Da muss man halt aufpassen, weil der ist sehr stark entwässern, Brennnesseltee. Ja, ja, ja. Den sollte man im Frühling unbedingt einmal eine Kur machen, 3 Wochen, aber nicht länger, weil das kann wirklich sehr stark wirken. Ja, und da gibt es halt alle möglichen Sachen, die man da sich zugute holen kann. Was empfiehlst du? Also ich stehe ja für Bewegung und fürs Außensein, vor allem halt auch sehr viel fürs Laufen, aber jetzt nicht Laufen auf Asphalt, sondern wirklich Traillaufen in abgelegenen Wegen. Und wenn ich dann mit meinem Laufrucksack unterwegs bin, wie mache ich das, wenn ich mir da jetzt Kräuter mitnehmen möchte, dass ich die auch gut wieder nach Hause bringe? Ja, also es ist eine super Idee, das zu kombinieren. Das finde ich total schön und da findet man sicher ganz viele tolle Dinge. Ich würde jetzt zum Beispiel einfach empfehlen, dass man immer einen Stoffsackerl dabei hat. Ja. Also ideal wäre natürlich ein Körbchen, aber mit Körbchen laufen. Nein, das ist schwierig. Das wäre eine neue Trendsportart. Rotkäppchen läuft. Vielleicht können wir einen Trend draus machen. Nein, aber ich würde sagen, ein Stoffsackerl wäre ganz gut. Da kann man das eigentlich ganz gut reingeben. Dann sollte man halt, wenn man Harz oder so sammeln will, braucht man schon irgendein kleines Döschen oder so, weil das pickt sehr. Ach, das klebt. Das heißt, wenn man Harz sammelt, dann müsste man es entweder in Blätter, Laubblätter einschlagen. Aber wenn du es dann zu Hause aufmachst, klebt es wieder zusammen, dann musst du es wieder reinigen. Also da würde sich zum Beispiel eine kleine Aluminiumbox oder irgend so ein kleines Dosal, Digal
eigenen, dass man es mit hat. Und dann bräuchte man vielleicht auch ein Taschenmesser, dass man das ganz vorsichtig vom Baum auch runter bekommt. Den Baum sollte man dabei natürlich nie verletzen. Man kann dann jetzt zum Beispiel, jetzt fängt auch die Baumkulinarik an. Jetzt ist es total fein, dass man Knospen kostet oder ganz junge Blätter von Bäumen. Das geht auch bei euch in der Stadt, weil die sind hoch oben, die sind zumindest mal von den Hunden geschützt. Aber wenn man dann zum Beispiel Lindenblätter, junge Lindenblätter sind köstlich, haben sehr viel Schleimstoffe, könnte man auch sammeln. Also das kann man auch alles gut zurückbringen nach Hause. Und auch bei den Kräutern einfach schauen, dass man vielleicht jetzt nicht die kleinen Veilchenblüten irgendwo hineingatscht. Das kann man vielleicht auch mit am Küchenkrepp oder so. Ja, das ist ja alles. Kann man das mitnehmen. Ja, super. Na, aber das geht schon. Und dann, wenn man zu Hause ankommt, ist vor allem wichtig, dass man es entweder verarbeitet oder trocknet. Und da bist du dann halt je nach deinen Präferenzen, was du gern möchtest, ob du dir ein Öl ansetzt für irgendeine Salbe oder ein Massageöl oder ob du es lieber isst oder ganz toll ist Salz, das kann ich jedem empfehlen, also ein Jahreskräutersalz machen, zum Beispiel, gute Idee für dich, bei jedem Trailrun, den du machst, nimmst du dir eine Handvoll Kräuter mit, die du findest, die dich anspringen und die du kennst. Ja, das ich Hause, Mann, der kennt sich gut aus. Okay, und zu Hause vermörserst du das mit einem Salz, frisch, also nicht trocknen, frisch vermörsern, das wird dann so ein bunter Gatsch, wenn du zum Beispiel jetzt Veilchen hättest, wäre das dann lila. Bei grünen Sachen wird das richtig grün, dann ganz dünn auf Backpapier auflegen, ja. Einfach 24 bis 48 Stunden trocknen lassen, also an der Oberfläche, nicht jetzt im Ofen oder Dörrapparat, dann noch einmal fein mörsern, weil das klebt zusammen und dann füllst du alles in ein großes Glas und dann hast du Ende des Jahres dein Jahreskräutersalz mit verschiedensten Schichten von jedem Lauf, jede Energie, alles, was du gesammelt hast im Jahr, vereint und kommst sehr gut durch den Winter. Du kannst es über jedes Essen drüber geben oder Fußpeeling machen. Das ist eine großartige Idee. Ja. Zum Thema Füße, da muss ich dich gleich ganz spontan was fragen. Ich bin ja so eine Fußtante. Was würdest du denn empfehlen für ein Fußbad? Welche Kräuter? Ja, also Füße finde ich ein super Thema. Ich liebe nämlich auch Fußgeschichten. Das Wichtigste ist, viele neigen dazu immer zu sagen, wenn irgendwas nicht mehr gut ist, zum Beispiel Öl vielleicht nicht mehr gut genug ist, na gehen wir es nur ins Fußbad. Oder, na das ist nicht mehr so gut. Damit können wir doch die Füße einschmieren. Das ist total falsch, weil die Füße sind so wichtig. Erschreckend. Oh Gott. Das ist ja genau, wogegen ich ankämpfe, gegen diese Stigmatisierung des Fußes. Na, stinkt eh, dann können wir auch gleich so ein altes, ranziges Öl quasi dazugeben. Und das ist die Wurzel. Genau. Ja. Und der ist eh immer, ja, absolut. Und der verbindet uns einfach mit dem Wichtigsten, mit der Erde. Und ich gehe ja total gern barfuß und finde das sehr, sehr wichtig und mache auch sehr viele Fußpeelings und Fußbäder. Und da bei den Füßen kommt es jetzt schon ein bisschen drauf an, weil über die Fußsohle nimmst du sehr, sehr viel auf und sonderst ja auch viel ab. Das heißt, ich würde jetzt auch einfach das anpassen an mein Bedürfnis. In der Früh, wenn ich jetzt so ein vitalisierendes Fußbad machen würde, würde ich das zum Beispiel mit Rosmarin machen und was Zitronigem, das vitalisiert, das, Lebensgeister. Das energetisiert, das gibt Kraft. Genau, das ist jetzt kein Fußbad für am Abend, außer man hat noch was Gott was vor in der Nacht, dann könnte man auch mit Rosmarin am Abend ein Fußbad machen. Am Abend hingegen wäre wirklich so in die Richtung Lavendel, Melisse oder auch so ins orientalische Vanille, Tonka, dieses liebliche, einfühlsame. Und jetzt ist mir noch was auf der Zunge gelegen. Und was auch immer gut ist, ist Salbei dazu zu geben bei Fußbädern. Salbei ist so das Kraut, das ist auch schweißhemmend. Das heißt, auch wenn man generell viel schwitzt oder viel Wallungen hat, kann man das mit Fußbädern ausgleichen. Und da ist das ganz toll. Und immer wieder basische Fußbäder zwischendurch. Ja, und wie machst du da die Mischung mit den Kräutern? Also ich mache immer ein Peeling zuerst. Das heißt, ich nehme, sagen wir mal, 2 Esslöffel gutes Salz. Gutes Salz ist für mich, das kann sich eben jeder für sich selber aussuchen, was ein gutes Salz ist. Ich nehme gern Ursalz, Steinsalz, also heimisches Salz. Ich habe es jetzt nicht so mit Himalaya-Salz und importierten Sachen. Ich bin ja traditionell europäische Heilkundlerin. Das heißt, ich konzentriere mich mal auf unsere Sachen, was nicht heißt, dass ich alles andere ablehne, gar nicht. Also ich habe von allem was, aber schaue halt, das ist mir sehr wichtig beim Salz. Dann gebe ich da einen halben Esslöffel Öl dazu. Jetzt kann man sagen, okay, ich habe natürlich eine Auswahl an angesetzten Ölen, weil ich einfach aus jedem Kraut auch einen Ölauszug mache, aber das ist auch gar nicht notwendig. Man kann einfach ein gutes Mandelöl nehmen, ein gutes Olivenöl, Jojobaöl.
das kann man sich in der Apotheke besorgen und das ist auch überhaupt kein Problem. Oder auch im guten Lebensmittelhandel, weil was gut ist zum Essen, kann ich auch meinen Füßen. Darf ich meinen Füßen auch gönnen, ja. Ja, genau. Und wenn ich schon höre, oh mein Gott, das ist ja viel zu teuer, dann denke ich mir, ja, aber das ist dein Körper. Ja, die Füße tragen dich durch dein ganzes Leben. Also darf man ihnen schon auch was Gutes tun. Absolut. Man muss jetzt nicht das billigste Discounteröl nehmen. Aber wie gesagt, das, was für mich zum Verzehr geeignet ist, das ist ja einfach jeder unterschiedlich. Das ist ja für jeden eine andere Priorität. Das kann man dann auch für sein Naturkosmetik hernehmen. So sage ich das ja immer meinen Teilnehmerinnen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Das kann man für sich selber ausmachen. Genau, also ich nehme jetzt, sagen wir, eben diese 2 Esslöffel Salz und dann ein bisschen Öl dazu. Das kann man nicht so genau sagen, die Konsistenz muss passen. Es darf nicht zu trocken sein, aber auch nicht zu gatschig. Und dann würde ich meine Kräuter vorher, könnte ich sie mörsern oder schneiden oder ich mache alles gern mit meinen Händen. Also ich tue das immer gern reinbröseln, rühre das ein paar Mal um, dann gebe ich noch 2-3 Tropfen ätherisches Öl dazu und dann mache ich mal ein Fußbad. Mache ich sie leicht feucht, meine Füße, könnte man auch noch mit einem Hydrolat ansprühen, wenn man das hat. Wenn man jetzt was Vitalisierendes will, Rosmarinhydrolat, und wenn man was Entspannendes will, Lavendelhydrolat, das bekommt man auch in der Apotheke. Und dann tue ich sie mit dem Peeling einmassieren und dann quasi damit ins Fußbad hinein. Und das ist großartig. Ringelblume ist auch noch fein zu Kombi. Also gerade das ist sehr hautpflegend, aber das ist eher im Sommer dann. Wunderbar, ja. Das klingt sehr, sehr gut. Wo kann man dich finden? Was kann man jetzt alles bei dir konsumieren? Ja, wo kriege ich jenseits des Podcasts all diese tollen Infos her? Ja, also es gibt eine Webseite, einen Blog, www.gänseblümchensonnenschein.com. Werde ich verlinken im Artikel, ja. Dankeschön, ja, das ist sehr schön. Und ich bin auf Instagram sehr zugange. Also da habe ich einen Kanal unter demselben Namen. Da gibt es nämlich auch alle mit, durch meinen Tag, durch verschiedene Kräuteranwendungen. Also es ist wirklich sehr, was es halt gerade so gibt. Landleben und Kräuter. Wenn man dir folgt, hat man so ein bisschen das Gefühl, man riecht das alles. Also ich folge dir auf Instagram und ich habe immer so das Gefühl, ah, bei der Anja riecht es gerade wieder so gut. Ja, das ist ja großartig, wenn ich das geschafft habe. Das ist ja wirklich super. Genau, also das sind 2 Möglichkeiten, aber ich gebe auch Online-Kurse. Also es gibt diesen Raunächte-Online-Kurs mit der Karin von Jubeltage gemeinsam im Winter, auch kommenden Winter wieder. Aber es gibt das ganze Jahr jetzt Live-Online-Kurse via Zoom. Jede Woche gibt es einen Kurs, da kann man sich anmelden. Alle Infos gibt es auch auf der Webseite. Heute ist mein letzter Frauenpower-Kurs und dann startet zum Beispiel Frühlingserwachen und dann gibt es wieder neue Themen und das wird immer wieder abgedatet. Aber auch in echt, wenn es wieder Präsenzveranstaltungen geben darf, kann man, wenn man in Altenmarkt im Pongau im schönen Salzburger Land ist, auch Workshops mit mir im Garten machen. Bietest du auch eine 1:1 Beratung an, wenn jemand so ganz genau wissen möchte, welche Kräuter für das jeweilige Leben passen? Ja, also es gibt auch Exklusivkurse, abseits der Standardkurse. Das ist eigentlich bisher was so, dass man sagt, für 4 Personen, aber ich kann auch also auf Anfrage ist alles möglich. Ich mache auch Geburtstagsfeiern, Kindergeburtstage mit Kräutern. Also ich finde es ganz wichtig, dass man die Kleinen von Anfang an da sehr mit hinein begleitet. Und es gibt auch einen Online-Kinderkurs mit Kräutern, 2 Versionen, die Edition Gänseblümchen und dann eine Stadtkind-Version für alle, die vielleicht nicht den Zugang zur S-Bahn Gänseblümchenwiese haben. Und der ist ganz bequem zum Downloaden, da muss man nicht online kommen mit den Kids, das kann man dann in seinem eigenen Tempo machen mit Templates und Videos und Geschichten, das ist ganz fein, ja. Und hoffentlich gibt es bald noch mehr, mal schauen. Die Projekte gehen mir nicht aus. Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit, liebe Anja, und vor allem für die unendlich vielen Tipps. Es ist alles nachzulesen dann im Blogartikel. Da findet dann jeder alles über dich und auch, ich werde die ganzen Tipps, die du heute gegeben hast, ein bisschen zusammenfassen. Ja, das ist super. Das freut mich sehr. Danke dir. Danke für die Einladung und schön, dass ich mit dir sprechen durfte. Alles Liebe, Anja. Dir auch. Alles Gute. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe Be Active. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-dracht.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.